Da kommt meine Lieferung ja schon. Mein Paket war jetzt super schnell und zuverlässig bei mir und das wird in Zukunft mit Lieferdrohnen wie dieser hier möglich sein, und zwar automatisiert und mit 5G. Wie das funktioniert und warum wir dazu hier im Sauerland eine 5G-Antenne aufbauen, das zeigen wir euch heute. Zukünftig soll ein autonomer Drohnenlieferdienst dank 5G den Straßenverkehr entlasten und Zustellung gerade in entlegene Gebiete effizienter gestalten. Wie das funktionieren kann, wird schon jetzt in der Region Südwestfalen erforscht im vom Land NRW geförderten Projekt Drone for Parcel 5G. Dazu wird in der Stadt Rüthen ein eigenes 5G-Testfeld eingerichtet. Erklär mir doch mal, was haben wir hier an Technik heute aufgebaut? Ja, also hier im Hintergrund seht ihr einen mobilen 5G-Mobilfunkmast, den wir heute hier geliefert haben und aufbauen. Und unten drunter unter dem Masten ist der Technikcontainer, der jetzt gerade hier vorbereitet wird, damit der Mast hochgefahren werden kann und die Technik danach in Betrieb genommen wird. Wie lange dauert jetzt so ein Aufbau? Der dauert ungefähr einen halben Tag. Die Kollegen sind heute Morgen hier angekommen, ganz früh, und ich denke, heute Mittag werden die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Auf dem 5G-Testfeld wird die Lieferung aus der Luft mit speziellen Transportdrohnen erprobt. Das hier ist die Convecto, unsere Standardplattform in einer Cargo-Konfiguration mit speziellen Sensoren zur Landeunterstützung, zur Flugunterstützung und natürlich mit einem Greifer für so eine Transportbox. Und sag mal, wie lief die Lieferung bisher damit ab? Bislang ist das so ein teilautomatisierter Prozess, der also noch viel manuelle Arbeit bedeutet und vor allen Dingen immer einen Sicherheitspiloten mit so einer Funkbodenstation in unmittelbarer Nähe braucht. Das heißt, wir sind auch in Reichweiten und Distanzen ein bisschen beschränkt. Und wie wird das in Zukunft sein mit 5G? Mit 5G öffnen sich da ganz neue Möglichkeiten. Also über Mobilfunk kann ich große Distanzen überbrücken, kann den Ort des Piloten und den Ort der Drohne komplett voneinander entkoppeln und kann über Techniken wie Network Slicing Vorteile generieren, habe schnellere Verbindungen, geringere Latenzen. Das sind ganz viele Möglichkeiten, die uns für den Betrieb von solchen Transportdrohnen natürlich enorm helfen und ganz neue Business Cases eröffnen. Ihr sagt ja auch, es ist eine Automatisierung. Kannst du mir nochmal erklären, wie genau läuft diese Automatisierung? Wie weit geht die? Das heißt, dass der Pilot eigentlich nur noch eine Route auswählt, auf Start drückt und dann anschließend den Drohnenbetrieb nur noch überwachen muss. Also der gesamte Transport hin und zurück passiert komplett automatisch. Die Deutsche Telekom rüstet das Lieferdrohnen-Testfeld hier bei Rüthen mit einem mobilen 5G-Campusnetz aus. Das ist ein lokal begrenztes Mobilfunknetz, das auf die speziellen Anforderungen der Drohnenflüge zugeschnitten werden kann. Unsere Rolle ist vor allen Dingen hier die 5G-Konnektivität herzustellen und eben auch die Kapazität hier im Netz vor Ort zu bringen. Wir haben natürlich auch ein großes Interesse daran, dieses Projekt zu unterstützen, weil wir die Chance haben, dann die Drohnen auch im Zusammenspiel mit unserem Netz zu beobachten, also auch entsprechende Optimierungsmaßnahmen daraus abzuleiten. Außerdem ist natürlich hier auf dem freien Feld so eine mobile Lösung die ideale. Hier muss kein Fundament gebaut werden, da werden Pylonen auf die entsprechenden Bodenplatten aufgebaut. Das ist relativ unproblematisch, sodass wir die Konnektivität und die Kapazität an den Ort bringen können, wo sie gebraucht wird und wann sie gebraucht wird. Und das Netz bieten wir jetzt auch so in der Form als Campusnetz für unsere Geschäftskunden an, die sich dafür interessieren. Was sind denn überhaupt die Vorteile von so einer temporären Lösung? Die Vorteile sind auf alle Fälle die Flexibilität. Also wir brauchen vor allen Dingen, weil wir eben hier kein Fundament machen, großartige Planung. Natürlich gucken wir uns vor Ort an, wo der beste Standort ist und wo die Einrichtung passieren kann und der Infrastrukturaufbau. Aber wir sind sowohl räumlich flexibler als auch zeitlich flexibler. Ja? Also wenn ich jetzt einen Einsatzbereich habe, der nicht so lange dauert, dann kann ich das genauso mit einplanen und das Campusnetz eben dort nutzen, wo es mir gerade in dem Moment am besten hilft. Erste Einsätze bekommen die Lieferdrohnen bei Unternehmen aus der Region wie der KL Group aus Lüdenscheid. Wir liefern die täglichen Industriebedarfe für unsere Kunden aus. Das heißt ganz klassische C-Teile, das heißt Werkzeuge, Zerspannungsmaterialien, Handschuhe, Desinfektionsmittel, alles das, was nicht in den Gefahrgutbereich geht, aber was trotzdem jedes Industrieunternehmen sozusagen im täglichen Bedarf braucht. Es gibt ja auch andere Wege, Ware von A nach B zu liefern. Welches Problem löst denn die Drohnenlieferung? Natürlich bei Maschinenstillzeiten, da zählt jede Sekunde. Also insofern ist es natürlich von Vorteil, wenn wir mit der Drohne sehr schnell ausliefern können. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Vorteil, dass wir bei den innerstädtischen Infrastrukturthemen natürlich sehr viel schneller unterwegs sind als die örtlichen Sprinter. Mit der Drohne haben wir natürlich die goldene Meile wieder in unserer Hand. Das heißt, wir können direkt zum Kunden unsere Ware ausliefern, sehr schnell, zuverlässig, und das mit modernster Technologie.
Schnell laufen auch die letzten Schritte beim Aufbau, bevor das 5G-Netz die Lieferdrohnen zum Fliegen bringt. Wenn der Mast steht und auch entsprechend gesichert ist und fixiert ist, dann wird der Strom natürlich, die Stromverbindung hergestellt, die Glasfaserverbindung. Und danach, wenn die Verbindungen stabil sind, dann wird die Inbetriebnahme gemacht und das Campusnetz geht live. Neben Unternehmen und Drohnenherstellern sind viele weitere Partner aus der Region an dem Projekt beteiligt. Bis Ende des Jahres möchte das Konsortium unter Federführung der Fachhochschule Südwestfalen hier den automatisierten Lieferdrohnendienst der Zukunft erforschen. Im Projekt Drone for Parcel möchten wir ein eigenständiges System entwickeln, um mit Lieferdrohnen zeitkritische Waren, beispielsweise an Unternehmen, später hoffentlich auch an Privatkunden ausliefern zu können. Warum braucht ihr dafür 5G? Ja, 5G brauchen wir, damit der Leitstand mit den Drohnen kommunizieren kann und insbesondere auch die Drohnen untereinander. Das heißt, wir schaffen dort die Sicherheit. Wir haben jetzt heute schon gehört, für Ersatzteile soll dieser Drohnenlieferdienst genutzt werden. Was für Anwendungsfelder sind noch in der Zukunft denkbar? Ja, insbesondere wollen wir uns auch auf den medizinischen Bereich fokussieren. Das heißt, wie Apotheken Medizinprodukte entweder vom Lager erhalten oder auch dann an die Endkunden später ausliefern können. Was sind denn die nächsten Meilensteine des Projekts? Wie geht's jetzt weiter? Ja, der nächste wichtige Meilenstein ist für uns der Aufbau und insbesondere dann auch der Betrieb des Testfeldes und werden dort einzelne Möglichkeiten austesten, die wir dann später in Realumgebungen dann wirklich auch anwenden können. Hier entsteht also die Zukunft der Logistik. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wann die Lieferung per 5G-Drohne zum Alltag wird und wie viele Pakete wir hier am Himmel sehen werden. Wir halten euch über das Projekt natürlich auf dem Laufenden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann nutzt die Kommentarfunktion unterhalb. Und wenn ihr nichts mehr über den Netzausbau der Telekom verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Und hier geht's übrigens auch direkt zum nächsten Video. Darin erfahrt ihr, wie auf dem Hamburger Hafen Inspektionsdrohnen mit 5G für Sicherheit sorgen. Ich sage Tschüss aus dem Sauerland und bis zum nächsten Mal.